Okay. Oh, er leckt mich am Arsch, wenn ich das schon lese. Ihr Ziegenkäse, Alter. Altenburger Ziegenkäse, der ist nicht in der Box gewesen, der ist nicht dabei. So, ich habe hier Mozzarella, ich habe hier Cheddar Mix. Ach du Heilige. Was ist denn das hier? Das ist irgendwie so... Den habe ich noch per Hand ausgeschnitten. Hä, was ist das, so ein Milchbrötchen irgendwie? Das ist so Tortenboden, Biskuitboden. Ey, ich habe gedacht, ich finde ja für alles was okay. Wir haben Erdbeeren, wir haben Polierzucker, nehme ich an. Nee, ich sehe da schon großartige Dinge. Alter, ich habe in meinem Leben noch nie einen Erdbeerkuchen gebacken. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ein Erdbeerkuchen geht. Aber wir werden gleich einen machen, denke ich mal. Was ist das hier? Ja, gut, klar. Bitteschön, ich gebe dir die Zutaten gerne in deine Hand. Kein Fleisch? Es gibt noch eine weitere Zutat tatsächlich, das ist ein Vanilleeis. Das lasse ich jetzt erstmal in der Gefriertruhe stehen. Es gibt kein Fleisch. Das ist deine letzte Zutat. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich sag mal so, ich musste jetzt unten bei Carsten nicht wirklich viel bestellen, wie man sehen kann. Am Ende, was den Inhalt der Blackbox anbelangt. Hä? Wir machen ein vegetarisches Spiel, ist nicht dein Ernst? Also ich sag euch, das ist, also Okay. Als ich das gesehen habe, als ich die Zutatenliste zugeschickt bekommen habe, bin ich schon durchgedreht vor Freude. Ich habe in meinem Leben noch nie Rhabarber zubereitet. Ich weiß nicht, ob ich den in heißem Wasser kochen muss, ob ich den irgendwie schneiden muss und grillen kann. Keine Ahnung. Die Blackbox wäre für mich der absolute Endgegner. Ich würde einfach alles in so einen Mixer schmeißen und hier ich finde diese Blackbox ist wirklich fies. Ein paar Sachen sind einfach, sage ich mal, dass ich Couscous in Gemüsebrühe kochen kann, denke ich, ergibt sich aus der Sache da. Und ich kann sicher mit Champignons und diesem ekelhaften Ziegenkäse irgendwie auch eine Soße machen. Auch mit Brühe und Wasser, was auch immer. Mit Zwiebeln und so kann man auch arbeiten. Ich würde hier halt Zucchini würde ich irgendwie wahrscheinlich füllen. Ich habe, glaube ich, hier ein Pesto und grünes Pesto. Das war die falsche Kamera hoch. Ich glaube, wir können echt Pizza bestellen. Jetzt geht's los. Da gibt's keinen Weg dran vorbei. Und ich muss sagen, es ist natürlich für mich auch schön, jetzt dabei zu sein und mal nicht zu grillen, sondern einfach daneben zu stehen und zuzugucken und euch so ein bisschen zu betreuen hier. Weil ich sehe Hannes auch sehr selten mit den Sachen arbeiten. Ich weiß aber, dass er es kann. Frage. Wird das ein, also was hast du an Gängen geplant? Wären das mehrere Gänge oder? Ja, natürlich. Ich mache einen Kuchen. Du machst einen Kuchen? Ja, muss ich ja. Musst du einen Kuchen machen? Ich habe Kuchenteig, ich habe Erdbeeren, ich habe Rhabarber. Wo hast du einen Kuchenteig? Das ist Kuchenteig. Biskuitboden. Biskuitboden. Das sind so Mini-Biskuitboden. Ja gut, aber heißt ja nicht zwangsweise Kuchen. Doch, das heißt, dass ich Kuchen mache. Irgendwie mache ich Kuchen. Okay. Ich werde gleich irgendwie... Also mein Plan ist es, die Erdbeeren schneide ich gleich, den Rhabarber koche ich irgendwie weich, was weiß ich. Und danach mache ich Puderzucker flüssig mit ein bisschen Wasser, glaube ich, auffüllen, dass er so Gelee-mäßig ist. Weißt du, wie auf dem Amerikaner oben drauf, Zuckerguss. Ja, ja. Und darin werde ich dann Erdbeeren und Rhabarber irgendwie vermengen und auf diesen Kuchen raufklatschen. So ist mein Plan. So, und dann werde ich hier mit Champignons, Paprika, Couscous und Zwiebel arbeiten und werde daraus... Damit? Ja, die Eier denke ich mir noch aus. Die kommen wahrscheinlich irgendwo damit auf den Kuchen. Weil ich jetzt gleich mit Brühe aufgießen werde, damit der Champignon jetzt nicht so braun wird. Denn er ist ja schon braun. Die Profis wissen das. Einen braunen Champignon mit zu viel Hitze zu versehen, dann wird der ruckzuck schwarz. Denn nach braun kommt schwarz. Das wissen die Profis. Also ich kann sagen, da passt noch mehr rein. Ja, ich touche. Touch mal tralala. Touch mal tralala, mein Ding. Ding down. Nee. Ich fühle mich da langsam ran, aber ich brauche auch nicht so viel Kuss. Nee, schon, noch sieht's komisch aus. Ey, wenn du das. Also, ich bin wirklich gespannt, was hier am Ende auf den Tisch kommt. So, das ist fertig. Aber du scheinst ja zumindest schon mal eine Idee zu haben. Lass hier gerne einmal zur Seite bitte, dass das hier nicht so im Weg steht. Da wäre ich. Kann ganz weg? Da würde ich mich bedanken. Ja, also ich erkläre mal, was ich im nächsten Schritt mache. Ich werde jetzt Rhabarber kochen, denn wie jeder hier weiß, Rhabarber muss man kochen. Der hat ganz viele Olaxialsäuren, Oxalialvirussäuren. Und damit man die ein bisschen rauskriegt, muss man den kochen. Der geht sonst stark auf die Nieren. Und das ist natürlich nicht gut. Deswegen, logisch, muss man den schon mal kochen. Richtig? Ja, ist so. Oh, Hannes. Das jetzt mal ein bisschen durchrühren. So. Oha, stell mal aufs Brett. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Jetzt brauche ich auf jeden Fall Pfeffer, Julian. Kannst du mir einen Pfeffer holen? Wir haben hier keinen. Wir haben nur Salz. Nee, wir haben hier. So, ein bisschen Olive Oil. Oh, da kommt mal viel Olive Oil raus. So. Also den Rhabarber, wenn der gleich weich ist irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ja noch nie Rhabarber zubereitet. Dann werde ich den der ist ja schon komplett... der ist ja komplett weich schon. Ach, du ahnst. Ich würde total gern das Wasser, was da drin ist, behalten, aber den Rhabarber da rausnehmen. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde das Wasser gerne aufnehmen. Du musst ja jetzt nicht dein Problem zu meinem machen. Ja, halt's mal.
Aber ich merke auch diesen zickigen Unterton. Jetzt ziehe ich durch, Julian. Jetzt ist es soweit, dass ich durchziehe, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Das sieht aus wie Molekularküche gerade. Also wer das Rezept haben will, hätte ich jetzt beinahe gesagt, meldet sich gerne zum Newsletter an. Ich will ehrlich mit euch sein. Ich glaube, das Rezept wird schwierig im Newsletter wiederzugeben. Es sei denn, es schmeckt so unfassbar krass, dass wir das unbedingt machen. Ja gut, das wird es tun, aber es wird trotzdem schwer, das wiederzugeben. Sieht so ein bisschen aus wie Olivenöl mit Fettresten. Ja, da ist ja auch dieses Pesto drin, das ist ja fettig, weißt du. Deswegen weiß ich noch nicht, wie das wird, aber ich habe zum Glück noch 2 Eier mehr. Also wenn alle Stricke reißen, kann ich das nochmal neu improvisieren. Warum hast du das jetzt anstocken lassen, damit es da sich besser einfüllen lässt? Oder wie? Genau, dass es nicht rausläuft. Weil wenn es komplett flüssig ist, läuft es ja raus. Und ich will die Zucchini ja auch nicht tot machen da drin, weißt du? Aber du hast mich jetzt gerade tatsächlich, damit hast du mich gekriegt. Ja. Tatsächlich. Aber jetzt mal ohne Spaß, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Ja, das sieht jetzt noch nicht so geil aus, auch farblich, grün auf grün. Naja, man hätte vielleicht eher so ein rotes Mocho nehmen sollen von den Spananiern, aber... Schnodder aus der Pfanne. Schnodder aus der Pfanne raus. Und wir haben auch genug für 4. Das ist auf jeden Fall ein milder Käse, den ich gut essen kann. Da wurde immerhin an mich gedacht. Gut, links, rechts habe ich die Brenner angemacht, sehr weit runtergefahren. Wir haben hier so Ringbrenner, die sind extrem heiß, deswegen sehr weit runterdrehen, Deckel drauf. Zucchinis liegen, die brauchen jetzt, sage ich mal, 10, na eher 15 Minuten. Ja, und in der Zeit kann ich hier noch Wraps machen. Ich habe ja hier noch ein paar Zutaten, wa? 19.30 Uhr, langsam. Hast du auch Hunger, ne? Ja, alles gut, ich bin ja jetzt dann zügig unterwegs. Ich muss jetzt nur schon mal irgendwie anfangen, diesen ollen Zucker jetzt wohl hier drin machen, war das auch Guss, ne? Diesen sauren Rhabarber, gekochten Rhabarbersaft nehmen und damit den Zuckerguss machen. Gute Idee, oder? Hm. Und dann werde ich in den Zuckerguss, wenn ich das hier drin habe, Rhabarber und Erdbeeren füllen, ein bisschen vermengen und dann das Ganze irgendwie auf diese Törtchen geben, abkühlen lassen. So ist mein Plan. Klingt plausibel, oder? Ich lasse von meiner Idee noch nicht ab. Ich hoffe, ihr habt genug Puderzucker gekauft. Ich brauche noch ein bisschen extra Zucker. Und wie sagst du, Hannes? So warmer Zuckerguss, da kannst du nichts sagen, ne? Dann alles langsam und das ständig rühren, in den Abguss schütten. Abguss, ja, herrlich. Ich sag mal, ich bin noch nicht hundertprozentig von meiner Idee überzeugt, aber hey. Ach, nice. Okay, das ist... Was denn? Mit dem Käse oben. Ja, drauf. Wichtig ist halt, du musst den so falten, wie ich das gemacht habe, Alex, damit diese Faltstelle unten liegt. Ja. Und jetzt, überbacke ich den noch mal kurz. Oh, das wird da hier. Freunde, ja? Das habt ihr aber im Leben noch nicht gesehen. Und es geht schon wieder los. Los, es tut gleich mir weh. Er wird überheblich. Bei mir tut es weh, aber sehr gleichmäßig. Oh, die sehen wirklich gut aus. Holy Guacamole. Jetzt Hannes, da bin ich wirklich ein bisschen stolz. Achso, du machst selber, okay. Ich mache jetzt hier, ich halte noch an meiner Idee fest, die ich hatte, nämlich diese hier. Okay, krass. Bis zum letzten Ende gekämpft, danach komplett versagt. Also wirklich bis auf den letzten Metern. Derartig zu versagen, dass es... Ich hoffe halt, dass es irgendwie noch fest wird. Vielleicht muss ich den Biskuitteig einfach reinbröckeln, daraus eine Art Pampe machen. Wieso ist die nicht geschnitten? Habe ich die vergessen? Naja, egal. Ach, komm, ich habe die scheinbar vergessen zu schneiden. Auf dem Grill hinten liegen ja noch Zucchini mit so leicht angestockten Eiern. Die sind überbacken halt, ne, mit Käse. Und da hat Hannes gesagt, die macht man so, weil... man halt eben durch das Anstocken des Eis dafür sorgt, dass die noch Biss haben, die Zucchinis. Ach so, ja, die sind jetzt weich. Ja. Und nee, das ist ja, ich wollte das nochmal wiederholen, weil die eine sich gerade so durch den Rost halt durchschlängelt. Ja. Nee, ist aber alles gut. Braucht ja auch ein bisschen mehr Zeit. Ich probiere dir halt, also eigentlich in Wirklichkeit probiere ich ja nur dir Signale zu senden. Aber guck doch mal, ey, ganz ehrlich. Ja, die sieht geil aus, also die sehen wirklich gut aus. Ja. Und ich denke auch, das Ei ist gut. Also ich muss wirklich, ich meine das jetzt wirklich ernst, das sieht richtig geil aus. Sieht echt, dafür, dass du hier aus Null gestartet bist, sieht das wirklich gut aus. Was war das jetzt? Bon Appetit, ein bisschen frischer Limettensaft. Zeig mir den nochmal so Thumbnail-mäßig. Aber es sieht richtig gut aus, ey. Ich krieg Hunger hier. Also ganz ehrlich, dafür, dass du hier aus der kalten Hose und auch mit diesem extrem wenigen Vorwissen, was du generell hast, dafür ist das echt gut geworden. Das ist extrem geringe Vorwissen. Okay, das probiere ich jetzt. Ja, ich würde auch. Ich probiere das hier. Das ist nämlich, glaube ich, der ohne Ziegenkäse. Also das muss schmecken, weil der Couscous-Salat war sehr lecker. Der Ziegenkäse weiß ich nicht. Ja, und die Zucchini, denke ich mal, schmeckt. Also da kommt es ein bisschen auf dieses ekelhafte Pesto Verde an. Warte, ich probiere meine Zucchini. Schmeckt halt sehr lasch. Spaß. Oh! Heiß? Oh. Ich muss halt jetzt mit dem Gedanken rangehen, dass es ja ein vegetarisches Gericht ist, ne?
Also ich finde, es schmeckt gut. Also, ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich sage, ich kann das vernünftig essen. Es ist nicht so, dass ich sage, schmeckt nicht. Das ist halt richtig geil, wie wir alle da auf dem Display gucken. Oh. Ja, wirklich klasse. Also ich wollte euch mitteilen, das Ei ist gestockt. Das ist wirklich klasse. Es wird gleich einen warmen Erdbeerkuchen geben. Erdbeer-Rhabarber-Kuchen. Mit dieser wunderschönen, frisch vom Bullen gemolken eine Glasur, die ich wahrscheinlich nicht verwenden werde. Geil. Okay, da kann man auf jeden Fall mal wirklich mal klatschen. Ananas mit das finde ich ist hier gerade schön. Und wichtig ist auch, ich habe natürlich den Biskuitboden vorher getränkt mit diesem Erdbeer-Rhabarber-Saft. Das war wirklich ein sehr wichtiger Schritt an der Stelle, denn ein Biskuitboden wird immer getränkt, aber meistens mit was Alkoholischem, Kirschwasser oder sowas. Jetzt. Boah. Es kommt sowas wie, ja, der Boden schmeckt. Nee, geil. Ah, das ist geil. Ja, das ist wirklich gut. Geil. Gut, überzeugt, ich muss mich hier nach vorne kämpfen. Einer ist das geil. Aber wo? Schalt mal um, Hannes. Man muss doch mal sehen. Wo hättet ihr den Biskuitboden eingebracht? Das habe ich nicht verstanden. Ich mag Rhabarber auch nicht, aber hier der Rhabarber ist ja so zerkocht und ich habe den Saft in erster Linie genommen. Dass die Säure extrem gut damit harmoniert, ne? Ja, super lecker. Da muss ich jetzt auch mal probieren kurz. Also da sind wir wirklich weit vorne. Da können wir Corby mal was überlassen hier. Das isst er bestimmt auch. Das Ei ist doch Hammer. Das Ei hast du am besten gemacht. Alter, hier, Hummel. Ist nur eine Hummel, die macht nichts. Hummel sind meine Freunde, Wespen mache ich nicht. War tatsächlich eine harte Herausforderung gerade. Ich bin froh, dass ihr mir wenigstens den Tipp mit dem Rhabarber gegeben habt, dass man kochen muss. Weil ich hätte wirklich keine Ahnung gehabt. Ich hätte den sonst aufgeschnitten auf den Grill geschmissen. Oder was weiß ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Hast du gut gemacht. Macht's hübsch, ihr Lieben. Wir zelebrieren das nochmal. Guck mal, die Sonne hier. Voll geil, oder? Und muten.